Hey Chomba, willkommen in Night City und in diesem Video. Wir sind in der zweiten Staffel von Eure Fragen zu Cyberpunk 2077, die ich wieder nach bestem Wissen und Gewissen beantworten werde. Die erste Staffel der Fragen findest du in der Playlist, die ich dir in der Box verlinkt habe. Kommen wir nun zu den neuen Fragen. Gibt es in der Welt von Cyberpunk eigentlich noch Rassismus oder Sexismus? Mir ist das beim Spielen nie so wirklich aufgefallen, oder hat die Gesellschaft es tatsächlich geschafft, diese Probleme zu überwinden? Diese Probleme sind sicher auch im Cyberpunk-Universum anzutreffen. Kümmern wir uns aber erstmal um das Thema Rassismus. Den gibt es auf jeden Fall immer noch, aber das dürfte 2077 kein großes gesamtgesellschaftliches Problem, sondern eher eine Randnotiz in den Außengebieten darstellen. Als die USA nach und nach in den 1990er Jahren zusammenbrachen, wurde laut Lore der Staat Idaho unfreiwillig die Heimat mehrerer weißer Neonazi-Gruppen. Also, es gab sie damals auf jeden Fall. Irgendwann lehnten sich die Leute, also die braven Bürger von Idaho, gegen diese Gruppen auf. Die zogen sich dann zwar zurück, aber sie waren weiterhin da. Eine der größten Siedlungen dieser Gruppen war und ist vielleicht noch Berchtesgaden. Diese Gruppen sind extrem ideologisch unterwegs und meist extrem abgeschottet. Es ist also ein Inkubator für die nächste Generation. Es ist daher nicht anzunehmen, dass sich solche Gruppen irgendwann mal von selbst erledigt hätten. Staaten oder Polizeiorganisationen haben damals und auch heute noch ganz andere Probleme, als sich um ein paar Neonazis in irgendeinem Hinterland zu kümmern. Die konnten dagegen aber sicher von dem Chaos profitieren, das während des vierten Konzernkriegs ausbrach. Es herrschte in vielen Gebieten absolute Gesetzlosigkeit, also viel Raum für eine bewaffnete und durchaus auch militärisch agierende Truppe, um ihren Machtbereich weiter auszuweiten. Aber das ging nie wieder so weit, dass ein ganzer Staat davon betroffen wurde. Es blieb also immer regional. Es dürfte auch klar sein, dass Konzerne diese Sache überhaupt nicht interessierte. Außer was einen Punkt angeht. Denn Konzerne sind immer an Gruppen mit einseitigen Denkstrukturen interessiert. Wenn ein, sagen wir mal, dunkelhäutiger Geschäftsmann der Feind von Arasaka wird, dann wird ein Weißer des Typs Neonazi eben von Arasaka geschickt, um den Geschäftsmann durch diese Typen umnieten zu lassen. Die wissen dann natürlich nicht, dass der Auftrag vom Feind stammt. Die machen das dann fast schon nur aus Überzeugung. Geld ist quasi nur ein Bonus. Werden sie dann geschnappt oder kommt raus, wer es war, dann ist für jeden das Motiv klar und Arasaka ist fein raus. Also Konzerne spielen mit solchen Gruppen und haben daher auch kein gesteigertes Interesse daran, sich darum zu kümmern. Außer es trifft natürlich die eigenen Angestellten, dann wird so eine Gruppe auch schon mal ausradiert. Im Quellmaterial zum Cyberpunk Pen & Paper Rollenspiel wurden auch Neonazi-Gangs in Night City erwähnt. Allen voran sind da die Red Chrome Legion zu benennen, die zumindest 2045 auch noch aktiv waren. Es gab auch vor dem Anschlag in Night City nicht so viele Gangs davon und es ist anzunehmen, dass lediglich die Red Chrome Legion es geschafft hat zu überleben und ich denke, diese Gang wurde auch zum Sammelbecken für alle, die in die gleiche Richtung denken. Wie gesagt, es kommt aus einer zutiefst ideologischen Ecke und das repräsentiert nicht den normalen Stadtbürger, dem es einfach völlig egal ist, wer wie aussieht und woher da jemand kommt. Das hat sicher auch damit zu tun, dass durch die fortgeschrittene Technologie des Bodyforming und Implantaten eben einfach alles geht. Aber irgendwo in Idaho könnte man das vielleicht noch anders sehen. Also nichts gegen die guten und braven Bürger aus Idaho. Sexismus wird wahrscheinlich ebenso noch irgendwo im Hinterland existieren, aber das dürfte jetzt auch kein gesamtgesellschaftliches Problem sein. Auch hier ist die Variation an Möglichkeiten, die Menschen haben, um sich zu verändern und vor allem der jahrzehntelange Umgang damit so weit, dass es für die Leute, die so denken, einfach nur noch absurd wird. Nur wenn dahinter wirklich wieder eine Ideologie steht, wie zum Beispiel bei bestimmten religiösen Gruppen, die es auch sicher 2077 noch gibt, wird jede Logik in dieser Beziehung einfach über Bord geworfen. Sobald es eben um eine gefestigte und von der Realität abgekoppelte Ideologie geht, kann halt alles geschehen. Aber auch das dürfte bei den meisten Menschen im Cyberpunk-Universum kein Thema sein. Das größte Problem des Cyberpunk-Universums ist somit auf jeden Fall nicht dein Geschlecht, nicht deine sexuelle Orientierung und auch nicht deine Herkunft. Also alles gut? Natürlich nicht.
Das weltweit vorherrschende Problem im Cyberpunk-Universum sind die entstandenen Klassen. Die Welt von Cyberpunk hat ein heftiges Klassismusproblem, das sich immer weiter verschärft. Es ist eben nicht abhängig von deiner Hautfarbe, sondern eher in welchen Bezirk du geboren wurdest und welche Berufe deine Eltern haben oder hatten. Es macht auch einen Unterschied, ob du auf der Erde oder im Weltraum geboren bist. Aus diesen Punkten und vielen anderen ergeben sich dann deine Möglichkeiten im Leben. Je weiter man unten steht, desto wertloser ist man auch. Und in der Cyberpunk-Welt spricht man das auch offen aus. Ein Menschenleben hat demnach verschiedene Preisschilder, was natürlich eine Menge Auswirkungen auf die Gesellschaft und das tägliche Miteinander hat, wie man in Night City oft beobachten kann. Es gibt natürlich mehrere Abstufungen. Es ist nicht klar, wie viele Stufen der Klassen es gibt. Es wäre zu kurz gegriffen, wenn man sagt, es gibt Highlife und Lowlife. Das ist eine veraltete Denke. Zwischen diesen zwei Klassen, Highlife und Lowlife, gibt es eine Menge Abstufungen und dadurch wird das System im Wesentlichen auch stabil gehalten. Die Grenzen zwischen diesen Klassen sind ziemlich verhärtet, auch wenn es manchmal Leute gibt, die aufsteigen, wie zum Beispiel die Perales. Aber das dient nur einer gewissen Erzählung, statt der Träume und so. Schließlich brauchen die da unten immer eine gute Karotte. Um das Prinzip besser zu verstehen, kann ich den Film Der Schacht empfehlen. Dieser Film spielt in einer dystopischen Welt und zeigt ziemlich eindringlich, wie das Ganze funktioniert. Also kann ich dir nur empfehlen, schau dir den an. Joom, wenn du Fragen zu Cyberpunk 2077 hast, dann pack sie in die Kommentare. Wenn genug Fragen für eine dritte Staffel zusammenkommen, dann wird es auch wieder eine geben. Das soll es auch schon gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal in Night City. Die Codes da unten sind für dich. Du kannst bei der ersten Bestellung 5 Euro sparen oder 10% bei jeder Bestellung. So hast du etwas davon und ich natürlich auch, weil ich dann eine kleine Provision bekomme, wodurch du mich dann ganz nebenbei auch noch unterstützen kannst. Einen Link zum Holy Shop findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Energieeinkaufen.